Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chroma Squad mit Beat Wigmann. Beim letzten Mal haben wir Staffel 4 gestartet. Haben viel Geld ausgegeben und werden heute weitermachen mit Geld ausgeben. Und zwar gibt es für Eddie und Asimolaf auch Kostüme. Eventuell könnte ich mir sogar welche anfertigen. Ich kann mir tatsächlich welche anfertigen. Geht da vielleicht noch mehr? Nope. Weil beim Anfertigen von den Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, Asimolaf könnte das hier gut gebrauchen und Eddie könnte den gut gebrauchen. Dafür bräuchte ich nochmal 4 Polyester. Dafür müsste ich mir eventuell das hier kaufen. Was ein Reinfall! Wow, was ein Reinfall! Toll. Ach, räudiger Dreck. Okay, aber wie gesagt, der hier geht an Asimolaf. Ja, plus 6% ausweichen, sogar perfekt. Equip. Dann wird nochmal was recycelt. Polyester. Fuck! Ja, uns fehlt Polyester. Und zwar 3 Stück. Geringe Chance auf Leder und Polyester. Polyester! Polyester meine ich. Und mir fehlt nochmal 4 Leder. Was für ein Reinfall. Ein Leder. Zwei Leder. Ups, das war falsch. Uns fehlt nochmal 2 Leder oder einfach nur ein Polyester. Komm schon, ohne Scheiß. Okay, damit kann ich es mir wenigstens machen. Aber auch ganz knapp, ne? Es reicht. Ah ne, Quatsch, ich habe ein Leder genug. Okay. Und dann fertigen wir den hier. Für Eddie an, weil Angriff ist voll sein Ding. Boah, geht die Gesundheit dabei runter. Okay, kurze Pause. Kurze Pause. Apropos kurze Pause, so hier könnte ich auch noch was machen. Okidoki. Was haben wir hier? Alien Pappe. Wir recyceln das noch. Okay. Wir 25 Gesundheit, 9 Fähigkeitsregeneration, aber plus 2 zufällige Eigenschaften. Der hier, allein wegen den 40 Gesundheit, geht an. Na toll. Das war wohl ein Fehler. Scheiße. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Die sind alle schlechter. Naja, ich sag's mal so, Fähigkeitsregeneration und Gegenangriff sind halt voll sein Ding. Weil wir haben hier Gegenangriff plus. Also hier, du bekommst den Sturmhelm. Ah,
hätte ich gewusst, dass das weg damit. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Weißt du was? Es ist mir egal. Ich benutze den jetzt. So. Und zwar benutzt Eddie den. Ne, stopp. Wie viel Gesundheit hat der nette Herr? 234, 351. 402. What? Gesundheit geht sogar hoch? Hier geht's runter, aber hier geht's hoch. Weil der schnelle Heldenhelm weniger Gesundheit hat. Aber die Fähigkeitsregeneration geht runter. Das ist sau blöd. Der Igel geht an. Sie hat so viel Fähigkeitsregeneration. Da equippen wir hier dem Igel. So, die anderen drei. Ich gehe mal hier bekommen. Der Kampfhelm geht dann an Eddie. Der Verteidigerhelm geht an Elb. Und der Interventionshelm. Der Interventionshelm geht an Beefs. Das ist perfekt. Welch Planung. Und dann haben alle andere Helme und das sieht auch bestimmt voll cool aus. Okay. Und dann wären wir hier damit fertig. Und dann können wir uns aufs Studio konzentrieren. Aber wie viel Geld ist das? 1300. 2200. Okidoki. Wird gemacht. Aber wir haben 5 Folgen. Entweder. Hier haben wir nur eine Regieanweisung. Hier haben wir gar keine. Beinhaltet Meckerkampf. Hier haben wir zwei, eine. Okay. Sprich, das hier. Was Lustiges Film. Okay, wir lesen uns erstmal alles durch. Die Ehre des Samurai. Eine unfreundliche Gestalt aus der Vergangenheit taucht auf, gerade als Radical Rangers einer neuen Bedrohung gegenüberstehen. Was werden sie tun? Da ist der Samurai. Besiege 3 Feinde mit Samurai. Okay. Haben wir den Samurai jetzt als Partner? Zeit für Gogo Golem. Riesige Kreaturen fallen in der Stadt ein und Radical Rangers haben eine Aufgabe, sie alle zu besiegen. Ist Elb weg, dann lass uns was Lustiges filmen. Steinige Angelegenheit, ein Haufen Schotter wird zu einem Monster, das Leute in Stein verwandelt. Können Radical Rangers es besiegen oder werden sie vor Angst versteinern? Ein neues Monster ist auf einem dreckigen, stinkenden Schrottplatz erschienen. Können Radical Rangers besiegen? Also, folgendes. Das Lustige, das kann dann mal Folge 3 sein, weil jetzt fangen wir erst nochmal an mit einer ordentlichen Folge, dann kann man das hier bringen. Dann kommt nochmal was Ordentliches und dann kann man das hier bringen, weil ich sehe schon, was das hier ist und das ist halt nur Gogo Golem. Also ist das hier eher Folge 5. Und Folge 6 würde ich dann das hier oder das hier richten. Folge 1 könnte dann das hier. Ne, das da wird dann Folge. Okay, pass auf. Das hier ist Folge 5. Folge 4 ist das. Folge 3 ist das. Folge 2 ist das. Und Folge 1 ist dann das. Eins von den beiden. Also, weil das hier eine Gastrolle hat, würde ich das hier sogar fast als letztes dann setzen. Obwohl, warte, die Folge davor ist. Ne, Quatsch. Das da ist Folge 3. Also entweder das als Folge 5 oder das als Folge 5. Dann holen wir einfach mal einen Haufen Schrott. Was, also, als letztes. Das heißt, das hier, steinige Angelegenheit, machen wir jetzt. Drehort mal wieder eine Baustelle ist blöd, dann kommt das als letztes.
Dann machen wir jetzt doch Schrottplatz. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Triff den Boss in jeder Runde, besiege den Boss mit einem Schlussmove. Ein neues Monster ist auf einem dreckigen, stinkenden Schrottplatz erschienen, können die Radical Rangers es besiegen. Ein Mecha-Kampf und eine Gastrolle. Ja, das Lustige. Ah ja, wie gesagt, das hier kommt jetzt. Oh. Hier bin ich richtig. Aus Schrott, Altmetall, Kronkorken. Erwache, Schrott. Schrottkenstein. Erwache, Schrottkenstein. Friss Schrott. Um dich zu stärken. Ja, Meister. Oh, oh, oh. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, bitte, bitte machen wir mal weg. Dafür wüsste die Stadt. Bitte, bitte sieht man das gleich nochmal. Oh mein Gott, das ist so wichtig. Sieh mal an, wer unsere Pläne durchkreuzen will. Die Lahm Ranger. Aus, die Schrottkenstein. Ich bin weg. Da, 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 da. Das ist von den Power Rangers, dieser Roboter. Der dauernd so, oh mein Gott, mi, 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 mi. Die ganze Zeit. Das ist der. Das, oh mein Gott, wie geil ist der Scheiß denn? Okay. Radical Rangers, ich werde euch verschrotten und eure Helme als Trophäen tragen. Nicht die Helme. Er kommt näher. Was tun wir? Habt keine Angst, kämpfen wir. Ist das Elbs Bruder? Aus dem Weg, Sir. Dieses Monster ist gefährlich. Pff, glaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Phoenix. Ich bin ein Feldsanitäter. Ein Soldat spezialisiert auf moderne Kriegsführung. Mit Erfahrung im medizinischen Bereich. Aber das hier ist kein normaler Kampf. Ich kenne das. Ich habe Cerebro geholfen, als er noch Brain hieß. Wie gesagt, ich habe Erfahrung und weiß, was zu tun ist. Ich weiß, die Stimme ist echt räudig, aber ich brauche neue Ideen. Wow! Und wie? Cerebro hat mich angepiept und damit ich nicht allein gegen Frankenstein kämpfen muss. Oh Mann. Ich mache mich hier so zum Affen. Ihr braucht es, um die Wut der Kreatur zu bringen. Man könnte sie nicht besiegen. Genug geredet. Kämpfen wir endlich. Rabbit. 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 Du kommst gerade gerecht, Phoenix. Bist du bereit? Also, alles halt bereit, Freunde Kiranos. Hilft euch von seiner Wut. Triff den Boss jede Runde, besiege den Boss mit einem Schlussmove. So, also. Es ist Zeit für Teamwork. Bab, Teamwork. Beefs geht dann mal hier hin. Bab, Teamwork. Du kommst hier hin. Bab. Der Herr Phoenix. Okay. Das scheint irgendwie nicht zu klappen. Dann hilft Elb. Wieso kann Phoenix nicht? Was kannst du denn? Heilung. Heilt 50% der Gesundheitspunkte eines bis zu 4 Felder entfernten Ziels. Und Beruhigung entfernt alle Statuseffekte von einem bis zu 4 Felder entfernten Feind. Aber greif einfach mal an. Nerf, bitte!
Rabbit. Zerschmettern. Wut. Bring, ding, ding. So, Du gehst nun hier hin und machst Teamwork. Somit kann Eddie... ich glaube, ich mache lieber mit Asimolov Radicalize. Ach, ist es nicht jetzt egal? Komm, machen wir es. Dann kann Eddie nämlich hier zwischen und kann mit dem Rundumtritt einfach mal alles fertig machen. Ungefähr so. Rundumtritt. Ba-baut, sage ich nur. So, machen wir Teamwork. Teamwork. Teamwork und... Fantastische 4! Zerschmettern! Jop. Alter, der hat ja gar nichts gerissen. Der Typ hat ja gar nichts gerissen. Phönix der 5. Generation. So, Bro. Scheiße. Wie weit kommst du, wenn ich hier hingehe? Heilung. Resistent gegen Betäuben. Wieso ist jeder Scheißer gegen Betäuben resistent? Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Autsch, das könnte wehtun. Oh Mann. Um ehrlich zu sein, Sicherheit. Ja, von mir aus, ganz ehrlich. Aber der ist so stark gerade eben gewesen. Wir machen jetzt den Freundschaftszirkel. Freundschaftszirkel! So. Ah, das kann echt nicht sein, wie stark das vorhin war. Beefs. Dich bräuchte ich mal kurz. Dann machst du nämlich den Multischuss. Ah, reu dich. Jetzt treffe ich nur 3. Multischuss. So, dann geht Eddie. Du kommst bis dahin. Michael, der kann sich nicht mehr bewegen. Okay, Eddie. Bewegt jetzt einfach mal hier hin. Mach Teamwork. Asimolov. Springt hier hin. Teamwork. Elb springt hier hin. Doppelangriff! Und Phoenix holt sich den hier. Enemy's Turn. Jetzt wird er zwar geheilt. Doppelt. Zerschmettern! Okay, aber... Wieso spinnt meine Maus? Freunde, lasst es bitte. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Hä? Nee, manchmal geht's nicht. Egal.
Gefolgt von einem taktischen Rückzug. Herbeigerufen von Elb. Von Eddie. Weil dann Phoenix hier hinkommt. Hier hinkommen kann. Die Möglichkeit zumindest besteht. Teamwork. Mehr Teamwork. Elb, der ja schon relativ wenig hat, kommt zu Michaela und macht Teamwork und Beefs. Bab, 559. Wut. So, und jetzt müssten wir... Wie weit kommt das Lasso? 1, 2, 3, 4. Wenn wir also hier hingehen, können wir mit dem Igel-Lasso ihn herholen. Trifft den Boss jede Runde. Ist das denn zu fassen? Der Boss ist zu schwach, um ihn hinzuhalten. Ja, der hat uns getötet, aber wir müssen ihn jede Runde angreifen. Wenn wir das aber machen, dann stirbt er uns weg. Oh Mann. Aber okay. Ich hab's aber auch voll vergessen. Naja. Nächster Versuch. Ich hoffe, da es gibt nicht so große Repressalien. Aber okay. Ohne Scheiß, was ist mit meiner blöden Maus los? Wieso macht ihr jetzt irgendwelche Faxen? Beefs kommt hier hin. So. Ganz kurz. Nö. Das ist anscheinend echt egal. Also, Michaela und Phoenix greift mit an. Verschwinde von hier! Zerschmettern! Entschuldigt die Stille. Aber wenn ich jetzt nichts getrunken hätte, dann hätte ich angefangen zu husten. Das muss ja nicht sein. Wir machen wieder Radicalize. Von Asimolav. Perfekt. So, Eddie macht wieder das mit dem Rundumtritt, weil das war letztes Mal schon relativ geil. Beefs macht Teamwork. Damit Asimolav. Nein, damit Michaela. Gott, dann machen wir halt nochmal Teamwork. Alter, wieso kann keiner springen? Hä? Ich kapier's nicht. Okay. Das war auch cool. So, Phoenix. Was ist denn, wenn Asimolav Teamwork macht? Dann kommt der Phoenix wenigstens ein bisschen weiter.
und mach Teamwork. Zerschmettern! So. Wut, Wut, Wut. Taktischer Rückzug. Blitzdeutsch. Und Rückzug. Hier hin und einfach mal Teamwork machen. Elb macht das. Und Teamwork. Beefs kommt hier hin. Teamwork. Ich muss ihn angreifen. Das darf ich nicht vergessen. Okay, also Phoenix. Hierhin. Bab. Yeah. Und wir können finishen. Oh, scheiße. Wir kommen nicht weit genug. Michaela zur Rettung, ne? Na, der macht zerschmettern wahrscheinlich, ne? Aber okay. Der ruft Leute, das heißt, er zerschmettert nicht. Okay. Sehr gut, Freunde. Wir machen noch ein paar Leute kaputt, würde ich sagen. Dann machen wir mal hier das. Yeah! Das lobe ich mir. Beefs macht Teamwork. So, dann kommt Asimolaf hierhin. Macht Teamwork. Dann greift Rabbit Elb an. Er wurde angegriffen von Eddie. Was ist, wenn Phoenix angreift? Nicht so viel. Dann machen wir den Bogen. Und Heilung auf Eddie. Heilung! Zerschmettern! Aber das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Teamwork. Teamwork. Phoenix macht Teamwork. Beefs muss noch her. Teamwork. Eddie hat das lange nicht mehr gesagt, deswegen machen wir Teamwork. Und Super Mega Hyper Move. Und bebaut. Aber hör mal, Uff! Ihr hattet Glück! Aber in meinem zweiten Leben werdet ihr keins haben! Hier, das ist er. Die Nervensäge. Da merkt man, dass das Spiel powered by Power Rangers ist, ne? Das ist halt schon so licensed Game, so ein bisschen. Bis gleich. Gefasst, aber es ist noch nicht vorbei. Vielen Dank für deine Hilfe, Phoenix. Gute Arbeit, Rangers. Weiter so. Jetzt räumen wir endgültig mit diesem Schrotthaufen auf. Ich gehe dann. Wir sehen uns. Go, 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 Golem. Schrottkenstein. Mal sehen, wie wir mit Schrottkenstein fertig werden. Einer geht noch, komm. Bab und Verteidigung.
awesome. Was macht er denn da? Schießt er? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, ist einfach nur ein Schlag. Awesome. Incoming Special Attack. Da müssen wir jetzt noch. Oh, was? 89% verfehlt. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Komm schon. 89% verfehlt. Einer noch? Okay. Es wäre zu schön gewesen. Perfekt. Perfekt. Doppelt hintereinander. Awesome. Bei 89% brauche ich auch nicht verteidigen zu drücken. Bei 79 eigentlich auch nicht. Das ist eine 80%ige Chance fast. Mensch, ey. Awesome. Awesome. Mensch, Mensch, Mensch. Der Mensch heißt Mensch. So, wir heute machen wir auch nochmal die Bazooka. Wieso? Weil mir danach ist. Einer noch. Kommt schon! Das hier ist ja schlimmer als Darkest Dungeon. Hier spielen die Zahlen ja vollkommen verrückt. So, Ziel sind 12.000 in dieser Runde. Das ist machbar. Wir müssen nur mal treffen. Mit dem Multiplier hat es dann auf jeden Fall gepasst. Bab, sage ich nur. Bab. So, aber auch hier die Zuschauer nicht mal annähernd bei 9.000. At Talkelrich. Krasser Plot Twist, was? Radical Rages Staffel 4 haut euch um. At Joseph San Diego. Vielleicht hole ich mir Radical Rangers demnächst auf Blu-ray, aber im Moment ist es mir noch zu teuer. At Fabian M. Schneider. Die Serie ist ganz lustig, aber könnte mehr Stunts und Akrobatik gebrauchen. Ach komm, ich gebe mir echt Mühe, ja? At Matthias de Mello Frère. Oh, die Helden müssen in dieser Folge ganz schön etwas einstecken. Oh yeah. Hashtag oh yeah. Oh yeah, it's about to get real. Wir haben nur 1400 für March bekommen. Das heißt, wir müssen noch sparen. Wir gucken uns aber die Mail an. Der ultimative Kaiju-Kämpfer. Von xxasent00dxx@gmail.com. Was geht, Bro? Achso. AZN-Dude? Egal. Es geht, Bros. Ich bin ein großer Fan der Serie und ein noch größerer Fan der Kaiju-Action. Ich finde, Go 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 nimmt kein ordentlicher Anlass teil. Ein paar meiner Kumpels sind fantastische Ultra-Muchacho-Fans und behaupten, er könnte Go 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 im Spielen vielleicht fertig machen. Pah! Dabei kann der gerade mal 3 Minuten lang kämpfen. Sie behaupten, er bräuchte nur 2 Minuten. Sagt ihr es mir. Wer würde in einem Kampf auf Leben und Tod gewinnen? Entweder sie kämpfen nur gegen das Böse, nicht gegeneinander. Oder Ultra Muchacho könnte gewinnen. Oder Gogo Golem würde Ultra Muchacho platt wie eine Tortilla machen. Hey, sie kämpfen nur gegen das Böse, nicht gegeneinander. Wow! Das stimmt! Wahre Kämpfe für die Gerechtigkeit würden sich nie in kleinlichen Konkurrenzkämpfen verstricken.
Ich sollte das auch nicht tun. Ihr seid echt toll. Ich werde meinen Kumpels erzählen, was sie gesagt hat. Vielleicht feuern sie dann auch Go-Go-Go-Demann. Fans gewonnen. Was soll ich sagen? Geil. Uns fehlt noch ein bisschen. In der nächsten Folge könnten wir das eventuell erreichen. Aber müssen dann eh einen neuen Vertrag abschließen. Wobei ich schon fast sagen würde, nochmal Toys Our Fans wäre gar nicht mal so verkehrt. Wenn wir uns den Shop angucken, wir könnten uns die zwei Helme kaufen. Der Verteidigerhelm für Elb und der Kämpferhelm für Eddie. Und dann in der nächsten Folge den Helm für Beefs. Den Interventionshelm. Ich würde sagen, ich recycle noch den Spaß. So, das war jetzt ein bisschen räudig. Was Materialien angeht, gibt's nicht viel zu machen, oder? Was sind denn die Alien-Handschuhe? Plus 10 Angriff, plus 15 Fähigkeitsregeneration. 10 Angriff, 15 Fähigkeitsregeneration. Was sagen unsere momentanen Handschuhe? Plus 30 Angriff und plus 12 Fähigkeits. Aber die anderen haben nochmal plus 2 zufällige Sachen, ne? Er bekommt halt noch den gelben Helm. Aber er könnte, weißt du was? Elb, weil er eine normale Waffe hat, bekommt Elb noch andere Handschuhe. Und die können wir jetzt machen. Die gelben Handschuhe. Weil, Beefs bekommt den gelben Helm. Also, ja. Also Level 5, den Alien-Helm. Fertigen wir an. So, dazu kommt Best Costumes in the Galaxy. Geil. Verfügen über versteckte Kämpfe. Also noch mehr Fähigkeitsregeneration. Und noch mehr Gesundheit. Und deswegen Equip. Der Angriff sinkt zwar, aber an sich trotzdem ganz gut. So, jetzt fehlt nur noch der gelbe Helm für Beefs. Und dann würde ich sagen, fokussieren wir uns auf Verbesserungen fürs Studio, die aber so teuer sind. Wow! Also 3200 und 1,7. Das sind schon mal 4,9, 8,9. 10,9, 14.900, 16.000, 17.400, 20.400 Dollar bräuchten wir. Das ist ein bisschen viel, das könnte also noch etwas dauern, aber hey. Mein Name ist Eddie Winkmann und wir sehen uns beim nächsten Mal, das heißt Let's Play Chroma Squad. Bis dahin, ciao.